Ein wunderschönes Hallo zur dritten Folge Payday 2. In der ersten Folge mussten wir dieses Einkaufszentrum kurz und klein hauen. In der zweiten sollten wir ein paar Schließfächer berauben, also ausrauben. Das ist eigentlich mehr oder weniger schief gelaufen, würde ich sagen. Weil wir haben ja, ich glaube, eher ein Massaker veranstaltet. Und jetzt holen wir uns einen neuen Auftrag und gucken, was dann so abgeht. Ich glaube, wir machen den nächsten. Transportation Security Detail. Wir machen Wachhunde. We know the FBI and our rival cartel, the Mendozas, are hitting our cocaine supply in DC. We need human to ride with this transport and secure it. Make sure it reaches our boat in the harbor. Ja. Nehmen wir. Also er braucht Wachhunde, wir sollen ihn bei einem Job bewachen. Er soll also wir sollen die Lieferung Koks beschützen. Sollten wir hinkriegen. It's an FBI operation. No way out. They're gonna take you down unless you shoot your way out of there. Only way out of there is through those doors. They've got the wagon circled out there, ready up for war. Hold them back. I'm looking for an escape driver as we speak. This is the Washington Police Department. We have you surrounded. Do not attempt to resist. Oi, hell! Ready up! Hold fire! Hold! Na, das fängt ja schon wieder gut an. Return fire. I'm getting you a driver. You need to keep him off the coke. Ich dachte ja, dass wir das hier erstmal ein bisschen friedlich. Aber nee, es geht schon ganz. Zack ich hier los und schon sind wir wieder in einer Schießerei mit der Polizei. Good luck, people. I see one of them. I'll be there in 2 minutes. Dass man auch immer alles mit Gewalt lösen muss. Ach ja. Eieiei. Versucht sich der hier hinzuschleichen? Ich glaube es ja nicht. Ach so, grüne Neune. Und schon liege ich wieder hier. Watch for flanking. They're deploying smart units.
Und der nächste Polizeiwagen kommt hier, habe ich das Gefühl. Man ist hier nirgendwo sicher. Das ist ja wie ein Krieg hier. Die Tür geht anscheinend nicht auf. Ey, die klauen unser Koks. Scheiße. So ein Kacke. Und jetzt sind wir auch noch leer. Ja, das war wohl nicht. Da ist unser... Auftrag gescheitert. Das war's mit der dritten Folge. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Basti. Tschüss.